Also hoffe ich zumindest. Ach, da hinten ist wirklich jemand, ne? Hey, ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinis. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe? Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört, geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinis aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Okay, was hat er denn sonst noch? Wie wär's denn mit Beweise? Hör zu, ich brauche diese Beweise. Okay, wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Aber ich werde meinen Kopf für niemanden in die Schlinge legen. Ich bin im Auftrag von Garond unterwegs. Er muss wissen, wie viel Erz bisher geschürft wurde. Und dann gibt er dir die Beweise, die du haben willst? So sieht's aus. Also, kannst du mir was darüber erzählen? Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garond gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück, denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Ja, das haben wir gesehen. Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. So, was ist denn mit zusammengehen? Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Ach so, rennt jetzt mit? Komm mit. Alles klar. Ach so, ja, dann rennen wir mal ein bisschen mit dem umeinander. Hat natürlich seine Vorteile. So, also da ist das Erz. So, Diego. Wir müssen jetzt noch da umschauen, oder? Ich wirfe mal einen Blick auf die Karten. Die andere Schürfstelle. Wir wollen jetzt rechts. Jetzt müssen wir noch zu der linken. Leider wird es wieder finster. Aber vielleicht finden wir irgendwo mal ein Bett da. Und dann könnten wir uns hinhauen. Vielleicht holen wir unsere Fackel wieder. Die liegt eh noch umeinander. Wann brennt denn nochmal der Feuer? So, jetzt Moment. Jetzt sind wir. Links müssen wir. Rennen wir mal da vorne rauf.
So, Diego, wollt ihr deines Amtes? So, nächste Stufen erreicht. Und wir könnten. Der kann uns bestimmt was beibringen. Kannst du mir was beibringen? Klar, was willst du wissen? So, wie schaut's denn aus mit Geschicklichkeit? So, sagt es. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. So, wie viel Geschicklichkeit haben wir denn jetzt? 47. Rechnet das für einen neuen Bogen? Wahrscheinlich nicht. Oh, noch lang nicht. Der braucht 80. Ja, dann müssen wir noch lang hier warten. Aber wir haben ja noch viel Zeit. Nichts zu holen. So Leute, da geht's übrigens wieder zur Orkstadt. Das ist aber nicht da drüben die Mine, oder? Na, die ist links. Wollen wir mal wieder umschauen? Oder wir gehen auf den Rückweg da rein und schauen erst einmal zur Mine. Also wie gesagt, auf den Rückweg schauen wir da rein. Ach, halt, aus da unten ist die Mine. Warte! Was denn? Warte hier. Ich warte in der Nähe der Mine. Wo ist die Mine? Lauf du ja nicht davor. Ich möchte gerade mal schnell nachschauen. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Und mein Auftrag lautet, alles zu unternehmen, was ich für nötig halte, um das Erz zu fördern und zu schützen. Dazu gehört auch das Requirieren von Männern. Du stehst im Dienste Innos. Also wirst du meinen Befehlen Folge leisten. Das glaube ich aber nicht. Ich habe bereits einen Befehl. Von Garond. Und den wirst du auch ausführen. Aber erst dann, wenn ich dich zurückschicke. Alles, was ich jetzt noch von dir hören will, ist, was kann ich für dich tun? Verstanden? Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Birgot? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch. Ja, also wir haben es gehört. Wir sind Snapper, Jung. Wo ist denn Diego? Wo sind denn die Snapper? Da unten? Oder die da oben? Egal. Wir haben auf jeden Fall Diego dabei. Und der hilft uns schon irgendwie. Hey, du.
Komm mit. Alles klar. Okay, geh mal Snapper, Junge. So, da vorne haben wir welche. Ich glaube, das wird eine blutige Angelegenheit. Und ich hoffe, wir halten das aus. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja. Schaut doch gut aus. Haben wir da irgendwas? Nixi. Gar nichts. Gut. Dann darf man uns schnell mal heilen. Und schauen nochmal, was war denn das da? Ein Pfeil. Und schauen nochmal oben. Ich hoffe, es taugt dem so. Du wartest wieder. Warte hier. Ich warte in der Nähe der Mine. Genau. Ich hoffe, er ist zufrieden. Hey, du. Scheinbar nicht. Haben wir denn noch mehrere? Ach, da unten haben wir auch noch welche. So, nochmal zu Diego. Weil los wird es, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Weil wir wissen ja, wie gut die sind. Hey, du. Komm mit. Alles klar. Diego ist allerdings auch schon ein bisschen angeschlungen. Aber ich glaube, der heilt sie von selber. So, dann nochmal speichern. Wie viel sind denn das? 2? Das da hinten ist Fahrjetzmine. Wenn du da hin willst, dann ohne mich. Das ist nicht da hinten, Digi. Ich werde einen großen Bogen um diese Mine machen. Ich werde einen großen Bogen um diese Mine machen. Mhm. Warte hier. Ich warte in der Nähe der Mine. Ja, toll. Nicht auf mir so bewegen. Ja, Leute. Müssen wir alles uns irgendwie da durchprügeln? Hallo? Wahnsinn, vielleicht? Da hinten sind auch noch 3. Ja, sie teilen immer noch ordentlich aus. So, wie schaut denn aus mit Feuerball? Da muss man ein bisschen zaubern. Gut, 2 kaputt. Dann haben wir aber noch 3. So, haben wir uns mal schnell einen Schinken rein. So, speichern.